Spoonfischen versus Spirulino-Fischen oder das klassische Forellenangeln. Was fängt besser? Das werden wir in diesem Video erfahren. Hi Leute, Hubertus hier von Fishing King. Ich bin heute zusammen mit dem Stefan, die versprochene Challenge. Stefan ist in diesem Video der Spoon Master. Er wird heute nur mit Spoons fischen. So ist es. Richtigen Profi-Equipment. Und ich werde ganz klassisch mit modernen Forellen-Equipment fischen, sprich ich werde mit dem Spirulino angeln und ich werde mit meiner Posenmontage angeln. Als Köder verwende ich dazu Powerbait und Bienenmaden und Stefan hat eine Auswahl an verschiedenen Spoons mit. Mhm. So machen wir es. Und wir haben jetzt 30 Minuten Zeit und wir wollen jetzt einfach mal gucken, was innerhalb dieser 30 Minuten passiert. Wir machen jetzt hier Feierabendangeln. Wer fängt wirklich mehr Fische? Wir haben jetzt hier keine Angler mehr, das heißt, wir dürfen beide rumlaufen. Ich würde sagen, wir gehen immer an dieselben Stellen. Wir gehen jetzt mal hier, laufen hier rum. Dann haben wir noch mehr Chancengleichheit. Und wir sehen wirklich, okay, was funktioniert besser. Also, ich bin gespannt. Legen wir einfach mal los. Legen wir los. Den ersten großen Vorteil habe ich auf meiner Seite. Meine Route ist fertig. Ja. Hubertus, du machst schön Teig. Und ich kann jetzt erstmal eine halbe Stunde kneten. Aber ihr habt in anderen Videos gesehen, wie das funktioniert, daher erspare ich euch das jetzt hier. Wenn ihr wissen wollt, wie der perfekte Forellenköder geknetet wird, da haben wir ein extra Video zu gemacht. Erklär es ruhig nochmal ausführlich. Mhm. So. Ich mache das jetzt hier im Schnelldurchlauf, damit der Stefan jetzt hier nicht schon einen Fisch fängt, bevor ich noch am Kneten, während ich noch am Kneten bin. So, mein großer Vorteil ist ja, ich werde jetzt hier schön weit rauskommen und vor allem, wir wissen ja, dass die Fische heute zickig sind und da werde ich wahrscheinlich hier mit dem Powerbait ein bisschen bessere Chancen haben. Gucken wir uns jetzt mal an. Okay. Und geh los. Zeit läuft? Zeit läuft ab. Jetzt. So, und ich werde jetzt direkt auch mal die Posenroute auspacken, weil die Fische flach stehen. Und mach da eine Bienenmade drauf. Ich glaube, das ist erfolgsversprechender jetzt. So, sollen wir rübergehen? Mhm. So, Stefan nimmt eine Auswahl an Spoons mit und ich nehme zwei verschiedene Farben Teig mit, schwarz-weiß und Bienenmade. Mehr brauche ich nicht. So, Freunde, ich werde mir jetzt hier zwei Bienenmaden dran machen. Klassisches Tremarella L. Dann werde ich die schön langsam schleppen. So, eine auf dem Schenkel, die andere. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt schauen wir mal, wer den ersten Fisch kriegt. Ah, Stefan hat den ersten Fisch dann. Führung! So, 1-0. 1-0. Das kann man noch als Anfänger Glück bezeichnen. Nach wie vielen Minuten? Nach 7 ungefähr. Nach 7 du hast Minuten jetzt noch ungefähr 23 Minuten Zeit. Okay.
Wobei Stefan natürlich auch bestimmt 2 Würfe mehr gemacht hat, weil er früher angefangen hat. Das wollen wir mir jetzt auch noch vorwerfen. Wer hat das 100 Jahre mit seiner Montage braucht. So, schaut euch mal hier meine Bienenmale an, wie die läuft. Das muss eigentlich jetzt hier jeden Moment einschlagen. Guckt euch das mal an. Boah, die läuft wirklich super. Ja, bei langsamster Einholgeschwindigkeit. Okay. Immer Nachläufe hinterher. Das hier vorne. So. Hey. Shit. So, in 3 Minuten ist Halbzeit, Leute. Und der Stefan hat den nächsten Fisch. Nee? Aber einen schönen gesehen. So, nachdem der Stefan jetzt 2-0 gemacht hat, nach ungefähr 18 Minuten jetzt, ne? Ja, nach ungefähr 15 Minuten, also die Hälfte der Zeit ist um. Jetzt werde ich meine ganz, ganz fiesen Tricks auspacken und machen schön Kombi Schwarz-Weiß, der sollte die eigentlich richtig gut schocken. Ist ja genau das, was der Stefan eigentlich auch fischt mit seinem Spoon. Gelb-Schwarz. Ich mache jetzt schwarz-weiß. So, wichtig ist immer hier die Rille, Leute. Vergesst die nicht. Dann dreht sich das Thema besser. Und der sollte nicht zu groß sein. Ach, das gibt's doch nicht. Er hat schon jetzt 3-0. Oh nein! Ab. Hast aber Glück gehabt. Mhm. Scheiße! Fang ich nochmal. Ich fange ja jetzt erst an. Biss. So Leute, machst du an? Biss schon. Ich hab Biss, ich lasse jetzt erstmal Schnur ziehen. So, Fisch klebt. So, wie viele Minuten haben wir noch? Noch, du hast noch 1:30, 1,5 Minuten. Alles klar, dann muss ich Gas geben, Leute. Gute? Bei der Route was tun? Nee, geht. Ich ziehe hier drunter weg. Ich glaube, die hat sich nur ein paar Algen eingefangen jetzt. So. Also, yes. 3-1 endlich gemacht. 1 Minute vor Ende. 2-1 sogar. 2-1 sogar. Ah, 2-1 sogar. Einer hat ja verloren. Die dritte schnell verarbeitet. Also 2-1, ich muss mich beeilen, dass ich noch einen hinkriege. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Kann ich dir gleich sagen. Alles klar, noch 14, 13, 12 Sekunden, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vorbei! So Leute. 30 Minuten sind rum. Stefan hat mit 2-1 jetzt eben einen Fisch mehr gefangen. Aber oder halt doppelt so viele, auch wenn Hubertus das nicht so gerne hört. Mhm. Das heißt also, es funktioniert auf jeden Fall richtig gut, die Spoonfischerei. Wenn ihr
das letzte Video noch nicht gesehen hat, da hat der Stefan, oder da haben wir genau erklärt, wie das Ganze funktioniert, was er dafür braucht, wenn er jetzt auch mal so gut fangen wollt wie der Stefan. Ansonsten funktioniert das hier natürlich auch noch. Ja, es gibt auch Tage, da läuft Teig und Bienenmaler einfach besser. Genau. Also in diesem Sinne, Stefan, was sagst du abschließend? Hat Spaß gemacht und gerne ein Revival der Challenge. Ich glaube, wenn wir jetzt noch 5 Minuten Verlängerung hätten, dann würde ich jetzt wahrscheinlich auch noch 2-3 Fische fangen, aber wir bleiben fair. 30 Minuten, Stefan hat gewonnen. So, Freunde, noch ein kleines Zwischen- bzw. Abschlussresümee aus unserer 30 Minuten Fisch-Challenge. Ne? Ja. Im Grunde genommen ist es so, du hast jetzt gewonnen, ne? Hast 3 Bisse gehabt, 2 rausgeholt. Ich habe jetzt einen gehabt, so in letzter Minute noch. Wir haben gerade auch nochmal gesagt, so die Message aus dem Video soll eigentlich sein, mal ist das Spoonfischen effektiver, mal ist es mit dem Teig effektiver, mal sind die Bienenmaden effektiver. Aber schlussendlich geht es darum, dass man einfach alle Techniken beherrscht. So ist es, ja. Immer alles dabei haben. So, und wir haben nämlich auch gerade gesagt, der Vorteil von den Spoons ist, man hat mehr Nettozeit, also mehr Nettowürfe. Man macht einfach viel, viel mehr Würfe, weil man weniger kneten muss. Das heißt, wenn die Fische eh bissig sind, sprich morgens nach dem Einsatz, dann ist das meistens effektiver. Ja, und geht schneller. Ne? Und wenn es dann nachher schwierig wird, so wie jetzt gerade, weil wir haben jetzt gerade nach den Videos habe ich noch viele Fische jetzt auf dem Teig beim ganz normalen Schleppen gefangen, wo mit dem Spoon halt nichts mehr ging. Ne? Also das heißt, wenn die Fische tricky sind, dann ist der Teig auf jeden Fall wieder besser. Deswegen, Message ist, ein guter Angler sollte alle Techniken drauf haben und die dann so kombinieren können, wie es halt gerade der Situation entspricht. So ist es. Und jetzt machen wir Feierabend. Jetzt machen wir Feierabend. In diesem Sinne, ciao.